Ja moin Freunde, heute stehen wir halt an dieser Stelle, weil wir hier neues Zubehör haben, aber dazu gleich. Wir haben hier unten schon mal den Räucherofen vorbereitet. Ich habe hier auf dem Tisch das Hähnchen, 4 Hähnchenschenkel und dann habe ich hier noch ein bisschen Fleisch besorgt, heute nicht selber mariniert, das will ich mal testen und euch berichten, wie es schmeckt. Das soll Schaschlik aus dem russischen Laden sein. Nach der ersten Optik sieht es nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Sieht nicht nach Schaschlik aus. Wir fangen an, den Räucherofen zu befüllen. Schwenk mal bitte nach da. Da ist unser neues Zubehör, wo wir heute räuchern werden. Das ist ein Mangal mit vielen verschiedenen Funktionen. Und zwar haben wir hier so einen Halter, wo wir einen Dutch-Ofen oder so einen Kasan, der da unten liegt, montieren können. Oder wir können es auch abmachen. Das Teil brauchen wir heute nicht. Wir werden hier parallel zum Räuchern werden wir halt Schaschlik machen. Ich werde gleich, wenn der Räucherofen draufsteht, werde ich noch ein paar Kohlen, die liegen schon da unten, die werde ich gleich da heiß machen und dann werden wir noch grillen. Aber wir kommen zum Befüllen des Ofens. Moment, ich bin heute total durch den Wind, das Wetter hat uns einen Strich. Wir haben jetzt seit 2 Wochen knallende Hitze und wir wollen heute drehen und es schüttet wie aus Eimern. Deswegen ist hier alles nass. Aber nichtsdestotrotz, wir haben wieder hier Chips noch bekommen, die wir testen. Heute nehmen wir Kirsche. Also ich werde so eine halbe Tüte Kirsche nehmen und einen halben Beutel Apfel. Das Gute ist, wir können halt bei den Holz variieren oder wir können auch mischen. Und Obsthölzer passen perfekt immer. So, ich werde das in der Mitte so ein bisschen mittig verteilen. Wir hätten das Ganze jetzt auch wässern können. Dann ist es so, dann verdampft es erstmal und das Hähnchen gart. Und als zweites fängt es an zu räuchern und dann wird das Hähnchen geräuchert. Ich mache das jetzt heute so, dass es sofort räuchert und gart. Dann kommt wieder unser Einsatzblech, hier unser Fettauffangblech. Ihr seht, nach dem letzten Mal räuchern habe ich super sauber bekommen. Ich habe ja gesagt, man könnte sich da auch Alufolie drauf machen oder man lässt es und hat einen guten Reiniger. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das platziere, weil ich ja 2 Portionen hier habe. Ich werde hier unten die Schenkel platzieren. Die habe ich gestern gepökelt mit Nitritpökelsalz. Habe ich aus einem bestimmten Grund Nitritpökelsalz genommen, weil ich Kasseler Hähnchen machen möchte. Und da Kasseler, sagt ja auch alles schon der Name, das rötet so ein bisschen um. Und ich hoffe, das gelingt uns auch. Ich habe das Ganze jetzt noch so ein bisschen abgetupft. Und der Gockel, den habe ich aufgeschnitten, damit auch von beiden Seiten schön Raucharoma dran kommt. Jetzt habe ich kein Tuch, aber das macht nichts. Das ist eigentlich fertig. Ich habe die Alufolie vergessen. Aber ist nicht schlimm. Das decke ich gleich ab und ich komme gleich wieder. Wir machen einen Cut. Und wenn ich die Alufolie habe und wenn wir wieder zum Räucherofen kommen, dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, da ist die Alufolie. Ich decke das Ganze so ein bisschen ab, damit, falls was drunter tropft, uns nicht auf die Hähnchenteile. So, wir müssen es auch ein bisschen ranhalten. Ich decke das so ab, dass das Hähnchen nicht, dass die Alufolie nicht auf dem Hähnchen liegt. Also so. Und jetzt haben wir soweit alles fertig. Wir machen den Deckel drauf. Und ihr seht, wir haben jetzt ordentlich Feuer. Was hier natürlich noch dabei war, war so ein Schürhaken. Das ist praktisch. So, für die ersten 25 Minuten brauchen wir so viel Feuer. Der Ofen kommt drauf. Der wird halt so platziert. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Wasser, wie auch beim letzten Mal, um halt diesen Effekt hier zu erzeugen vom, ich nenne es mal Schnellkochtopf.
So, dass alles abgeriegelt ist, dass der überall, wir können hier oben auch drauf gießen, das ist alles kein Problem, nur nicht aufs Feuer. So, jetzt ist alles zu, jetzt haben wir auch ordentlich Feuer und sobald hier hinten aus dem Röhrchen hier der erste Rauch kommt, stoppen wir uns die Zeit und dann 25 bis 30 Minuten reicht für Hähnchen vollkommen aus in diesem Räucherofen. Wir werden danach den Deckel öffnen und werden dann sehen, wie es aussieht. Wenn es uns noch zu wenig ist, werden wir die Zeit verlängern. Aber wir werden das so machen, dass wir jetzt erstmal bei diesem Flammen räuchern und dann öffnen und nochmal so 10 Minuten bei niedrigen Flammen oder bei kleinem Feuer nochmal, dass die Feuchtigkeit verfliegt und alles. Also, aber da sehen wir uns halt später zu. Ja, die Temperatur steigt sofort, die ist schon bei über 30 Grad und das ist super. Freunde, wir sehen uns dann gleich, wenn wir den Räucherofen öffnen. Und in der Zwischenzeit werde ich noch ein bisschen paar Spieße Fleisch grillen. Und das ja, guckt euch das an, da ist so viel Platz drauf und da kann man schon einiges an Spießen, Schaschlik-Spießen drauf machen. Ja, wir sehen uns gleich. Moin Freunde, wir sind wieder zurück am Räucherofen. Der Regen hat uns wieder hier eingeholt. Was werde ich jetzt tun? Ihr seht, nebenbei grillen wir noch ein bisschen Fleisch. Sieht schon super aus. Und das ist das Praktische, dass wir hier so viel Platz haben. So, komm mal ran. Wir haben eine super Temperatur gehabt und zum Glück habe ich die Alufolie draufgelegt. Jetzt machen wir Folgendes, wir tun die Alufolie weg. Schaut euch mal das Hähnchen an. Perfekte Farbe. Und das Ganze lassen wir so ein bisschen noch ausdampfen bei kleiner Flamme, damit ja, also die ganze Feuchtigkeit noch rausgeht. Also so ungefähr 10-15 Minuten lassen wir es so, wie es ist, ausdampfen. Und dann werden wir das Ganze runterholen und dann ist es fertig. Eine Temperatur hatten wir die ganze Zeit bei ungefähr zwischen 125 und 150 Grad. Also perfekt, dass die Haut auch ein bisschen fester wird. Jetzt im Moment ist sie weich und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen ausdampfen. So, in der Zeit ist unser Fleisch jetzt auch fertig. Werden wir runterholen und auch mal kurz verkosten. Ich werde es sofort machen. Sofort live hier in Farbe. Das ist ein Test für mich persönlich und bei Facebook, ich nehme das noch nicht so gut, bei Facebook habe ich schon was dazu erzählt. Verbrenne bestimmt gleich die Schnute. Nackenkoteletts, marinierte Fertigpampe und überhaupt nicht zart. Und ich werde es auch runterholen, sonst wird es nur noch trocken. Es ist kein Schaschlik. Es sind marinierte Nackenkoteletts aus dem russischen Laden. Bloß, also, wenn es so mariniert ist, wie ihr es gesehen habt, dann ist es kein Schaschlik. Freunde, ich pack's eben hier unterm Schirm. Und unser Hähnchen können wir gleich auch runterholen. Er sieht schon richtig gut aus. Wir holen jetzt runter. Und dann sehen wir uns gleich zum Anschnitt. Ich lasse das so ein bisschen abkühlen, weil was da jetzt brennt oder raucht, das ist das Fett in der Schale. Aus dem Hähnchen. Da ist jetzt ein bisschen Wasser reingekommen, deswegen dampft das so, das heiße Fett. Kann aber nichts brennen. Wir lassen das Ganze jetzt ein bisschen abkühlen und ich hole derweil ein Messer und ein Brettchen und ich werde für euch nochmal anschneiden. Lass es ein bisschen abkühlen und dann sehen wir, ob es durch ist. War jetzt eine halbe Stunde drauf und jetzt nochmal ja, 5 bis 7 Minuten eben trocknen lassen. Also, wir sehen uns gleich zum Anschnitt. Freunde, alles angerichtet, alles fertig. Hier unser
Schaschlik. Dazu habe ich schon was gesagt, dazu habe ich mich geäußert. Und schaut euch diese Farbe an. Und das in einer halben Stunde. Wenn das jetzt noch schön durch ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Ihr seht, es dampft noch. Normalerweise sollte man das schön abkühlen lassen. Aber und so ein bisschen auch liegen lassen, nicht sofort in den Kühlschrank, damit der überflüssige Rauch auch entweichen kann. Ich werde aber das Fleisch, werde das Hähnchen auf jeden Fall nicht anschneiden. Wobei die Brust schneide ich doch an, um euch das zu zeigen. Aber hier so ein Schenkel, einmal den Knorpel und ihr seht, es ist durch. Dadurch, dass ich das gepökelt habe mit Pökelnitritsalz, am Knochen ist kein Blut. Und das ist schon ein Zeichen, dass es fertig ist. So, jetzt werde ich einfach mal, so wie es ist, kein Wort hören. Das ist so, also wir haben echt heute Weltuntergang. Es hat 2 Wochen nicht geregnet, Freunde. Es schmeckt so wie in meiner Kindheit, wo meine Eltern das vom Markt geholt haben, in Russland noch. Mega, schaut euch mal, wie saftig. Das ist durch, das ist Pökelnitritsalz, das macht das Fleisch so rot. Es ist auch ein Kasseler Hähnchen. Mega. Ich kann nicht aufhören. Was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen. Es waren eine halbe Stunde. Das Schöne ist, bei so Hähnchen, geräucherten, das werde ich mir wegpacken, gleich in den Keller stellen, damit es schön abkühlt. Und ich werde es morgen mit zur Arbeit nehmen. Auf jeden Fall ist es super durch. Hier, schaut euch das an. Eine super Farbe bekommen. Mega. Mega. Und lecker. Und ich habe, einer hat mal eine Frage gestellt, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ob das, weil das in so einem kleinen Ofen ist, ob das nicht säuerlich schmeckt. Nein, schmeckt nicht säuerlich. Mega. Freunde, mit viel, aber so ist das bei uns. Wir warten nicht immer auf schönes Wetter. Wir haben uns heute verabredet und wir drehen. Ich muss noch mal am Knochen nagen. Salzgehalt übrigens 100 Gramm Salz. In meinem Fall mit Nitritpökelsalz auf 1 Liter Wasser. Es war perfekt oder es ist perfekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tut mir leid. Ich kann leider nicht fürs Wetter. Ihr habt gesehen. Neuer Grill. Hähnchen im Räucherofen. Halbe Stunde. Fertig. Lecker. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Drückt doch auf den Button und aufs Glöckchen. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Bis dahin.